Ja, herzlich willkommen zur Buchvorstellung und Lesung mit Bärbel Högner. Ich bin Reimer Österreich, Leiter der Hansa-Bibliothek, in der ich mich auch gerade befinde. Die Bibliothek ist das architektonische Schmuckstück der Stadtbibliothek Berlin-Mitte. In den nächsten 45 Minuten wird die Herausgeberin und Autorin Bärbel Högner ihr aktuelles Buch über das Corbusier-Haus vorstellen. Le Corbusier Unité d'habitation Typ Berlin heißt der Band, für Nicht-Franzosen gar nicht so einfach auszusprechen. Aus dem wird Wolfgang Köhler, ein Bewohner und Bewunderer des Corbusier-Haus, später auch lesen. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Bürgerverein Hansaviertel e.V., der sich für das kulturelle Erbe der Interbau 1957 einsetzt, zu der auch das Corbusier-Haus gehört. Und Dr. Brigitta Vogt, erste Vorsitzende des Bürgervereins, ist hier, um den Bürgerverein Hansaviertel kurz vorzustellen. Hallo Brigitta, schön, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung machen können, natürlich mit den Corona-entsprechenden Abständen. Ja, guten Abend auch von mir, Brigitta Vogt, erste Vorsitzende des Bürgervereins Hansaviertel e.V. Der Bürgerverein hat sich im Jahr 2004 gegründet, um nicht nur das kulturelle Erbe der Interbau 57 zu erhalten, sondern vor allen Dingen das architektonische und gartentechnische und. Also das Denkmal, das es seit 1995 ist, insgesamt zu erhalten. Das ist nicht immer leicht. Das erfordert auch manche Beharrlichkeit, wenn es um den Denkmalschutz geht. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Und wer sich ein bisschen mehr informieren möchte über den Bürgerverein, gerne auf unserer Homepage hansaviertel.berlin. Da gibt es übrigens auch Aufnahmeanträge. Wer also gerne Mitglied sein möchte, werden möchte, bitte Aufnahmeauftrag ausfüllen und uns zuschicken oder zu mailen, wie auch immer. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Jetzt kommt bestimmt die Frage auf: Corbusier-Haus steht doch eigentlich ganz woanders und nicht im Hansaviertel. Was hat das mit der Interbau zu tun? Und deshalb wird Bärbel Högner unter anderem auch dieses erklären, wenn sie dann gleich liest. Jetzt gebe ich noch mal weiter an Reimer Österreich. So, ich versuche es nochmal. Le Corbusier Unité d'Habitation Typ Berlin ist das zweite Buch von Bärbel Högner zum Architekten Corbusier. Der Band ist im Jovis Verlag erschienen im letzten Jahr. Bärbel Högner ist Fotografin und promovierte Kulturwissenschaftlerin. Ihre Forschungsthemen sind die Architekturen der Moderne und visuelle Anthropologie. Seit 2009 lebt Bärbel Högner selbst im Corbusier-Haus und ist uns dort jetzt live zugeschalten. Hallo Bärbel. So, ich höre nichts. Jetzt. Jetzt, wunderbar. Bärbel, hallo Bärbel. Du bist uns live zugeschalten aus dem Corbusier-Haus. Vielen Dank, dass du so eigentlich einen Blick in deine Privatsphäre ermöglicht, in deine Wohnung hinein. Vielen Dank. Okay, ich starte. Ja, gerne. Ja, gut. Hallo Hansaviertel, hallo Zuschauende, sozusagen hallo Welt, denn man kann uns ja jetzt überall, wenn man möchte, hören und sehen. Das ist natürlich eine aufregende Situation. Wir wollten eigentlich eine normale Buchpräsentation in der Hansa-Bibliothek machen. Die war geplant für den Mai. Die konnte nun nicht stattfinden. Und dann kam Brigitta mit der Initiative und Reimer hat sofort zugestimmt, ob wir das Ganze nicht virtuell versuchen. Ich gebe zu, ich war ein bisschen zögerlich. Dann habe ich mir gedacht, das Haus, in dem ich wohne, hatte experimentellen Charakter, als es gebaut wurde. Warum nicht heute ein experimentelles Präsentations Eine experimentelle Präsentation wagen, praktisch zeitgenössisch auch zu sein. Also, here we are. Ich danke ganz herzlich rüber in die Hansa-Bibliothek für die super tolle Organisation und ich danke auch schon mal Wolfgang Köhler. Wir machen das auch hier mit diesen Abstandsregeln. Hallo, schönen guten Abend auch von mir. Er ist hier ein Nachbar von mir, sehr engagiert in kulturellen Dingen. Und hat mich schon, als wir das Buch vorgestellt haben, es ist ja Ende 2019 erschienen, unterstützt und Abschnitte daraus vorgelesen, als wir die erste Präsentation, praktisch das Book Launching hier im Haus bei uns hatten.
Wir befinden uns in einer Originalwohnung dieses sagenumwobenen Hauses. Man merkt es daran, also ich habe das auch jetzt so positioniert, dass man das ein bisschen sehen kann. Hier gibt es eine Innentreppe, die geht hier hoch. Hier unten ist normalerweise der Wohnraum und oben der Schlafraum, oben drüber. Man lebt hier Maisonette in den meisten Wohnungen in diesem Haus. Ich habe hier unten Wohnen und Schlafen und alles und oben mein Atelier. Ja, das ist vielfältig, wie man hier so lebt. Vielleicht gibt es später auch dazu noch Fragen. Zunächst möchte ich kurz noch mal zeigen, wie das Ding aussieht, um das es heute Abend geht. Also das ist das wunderbare Buch, was wir Ende letzten Jahres produziert haben. Und ich zeige mal ein kleines Schmankerl. Ich hoffe, dass es jetzt so klappt. So, genau. Es hat eine Umschlagklappe, die nach außen aufgeht. In dem Buch geht es um den Kontext und um die Konstruktion des Hauses, um die Baugeschichte, um auch aktuelle Bezüge. Und insgesamt sind in diesem Buch 7 Beiträge von Autorinnen und Autoren, Bilder von 6 Fotografinnen und Fotografen und jede Menge Archivmaterial. Es hält sich in etwa die Waage Text-Bild-Verhältnis. Im Laufe der Produktion dieses Buches hat sich gezeigt, dass es sich bei diesem Haus hier in Berlin, und jetzt zeige ich noch mal kurz eine Postkarte für alle diejenigen, die noch nicht hier gewesen sind und nicht, so wird es jetzt scharf, schafft sie nicht so ganz die Kamera. Okay, es ist ein riesiges Haus hier im Westen von Berlin, in der Nähe des Olympiastadions gelegen. Und es hat sich gezeigt im Laufe der Buchproduktion, dass es tatsächlich ein Stück Berliner Stadtgeschichte ist. Ein Zeugnis der Berliner Nachkriegsmoderne, wie der Denkmalschutz sagt. Und eben auch, deswegen der Titel des heutigen Abends, ein Berliner Original. Wenn man heutzutage später seinen Titel des Buches sagen dürfte, nämlich dann, wenn das Buch fertig ist, dann hätte ich das Buch so genannt. Aber man muss heutzutage als allererstes sagen, wie heißt das Buch, und auch gleich einen Umschlag entwerfen und dann macht es wutsch und Amazon hat es. Und dann war es das, dann muss man sich daran halten. Deswegen gab es einen etwas komplizierten Titel, der alle Schlagwörter enthält, damit man das Buch jederzeit online findet. Das funktioniert auch ziemlich gut. Okay, zum Vorgehen jetzt, wie wir hier weitermachen. Ich bin ja zum Glück nicht alleine. Wolfgang wird 4-mal aus Textbeiträgen einen ausgewählten Abschnitt vorlesen. Ich werde in Kürze zu Anfang vor seiner Lektüre und dann auch dazwischen und am Ende in das PDF des Buches hineingehen über das sogenannte Screen Sharing. Wenn das nicht gleich beim ersten Mal sofort super klappt, bitte ich um Entschuldigung, aber wir werden das schon hinkriegen. 2 Dinge sind, glaube ich, wichtig noch zu erzählen im Vorfeld über das Haus, um das es hier geht. Denn nicht jeder kennt das im Detail. Und so wie das Buch gleichermaßen den interessierten Laien ansprechen sollte, als auch Kennerinnen und Kenner der Materie, ist auch heute dieser Spagat zu bewältigen, denke ich, dass manche, die jetzt hier zugucken, schon hier gewesen sind, vielleicht auch Freunde hier drin haben, vielleicht sogar hier drin wohnen oder gewohnt haben. Und andere sind neugierig und wissen eigentlich gar nicht so viel. Deswegen ein paar Fakten zu diesen Monolithen. Das Ding ist 141 Meter lang, 53 Meter hoch und 23 Meter breit. Es hat 17 Geschosse und hier sind insgesamt 530 Wohnungen drin. Davon haben 357 diesen Maisonette-Schnitt, also sind doppelgeschossig. Es steht außerdem auf Stützen, im Fachbegriff nennt sich das Pilotis. Und eine große Besonderheit dieses Hauses ist die Erschließung über nur ein Foyer, also nur ein gemeinsamer Eingang für alle 530 Wohnungen. Wir verteilen uns dann im Foyer in 3 Aufzüge. Aktuell gehen wir auch öfters die Treppe rauf und runter. Also ich glaube, die Nottreppen sind noch nie so viel benutzt worden wie in den letzten 3-4 Monaten. Wir erreichen dann unsere Wohnungen in insgesamt 10 sogenannten Straßen. Also hier heißt das nicht Flur, hier heißt das nicht Gang, hier heißt das nicht Korridor, hier heißt das Straße. Das hat was damit zu tun, dass Le Corbusier das Konzept hatte, das Ganze sei zu betrachten wie eine vertikale Stadt oder ein vertikales Dorf. Also beide Begriffe zirkulieren. Ja, und von diesen 10, also diese 10 Innenstraßen, da geht man rechts und links rein in die Wohnungen und dann geht es in den meisten Fällen nach oben bei den 2-Zimmer-Wohnungen. Und wenn man das Glück hat, ganz oben zu wohnen, da gibt es 3-Zimmer-Wohnungen. Da gehen die auf der einen Seite hoch, haben dann 2 Zimmer und gehen auf der anderen Seite runter und haben dort 2 Zimmer. Die wohnen dann praktisch so L-förmig, so erkläre ich das immer, umeinander. Ja, abgesehen von diesen Dimensionen, die dann jetzt auch schon erklären, warum steht das Ding nicht im Hansaviertel, obwohl es im Interbau gehörte. Es war schlicht und ergreifend zu groß. Es hat da nicht reingepasst. Abgesehen davon, dass es diese Dimensionen zu wissen gilt,
ist auch für die Produktion dieses Buches und für die allgemeine Rezeption wichtig, der Diskurs um dieses Haus, der sich lange darum drehte, dass aufgrund von Modifikationen, die am Entwurf gemacht wurden und aufgrund großer Verärgerung des Architekten, weil ein paar Sachen nicht so gemacht wurden, wie er sich das gewünscht hatte und vorgestellt hatte, dass man immer postuliert hat in den entsprechenden Forschungskreisen, architekturgeschichtlich, es sei keine richtige Unité d'habitation. Das Original dieser Wohneinheiten, das der Prototyp und auch die am ausgefeilsten Wohneinheit dieser Art steht in Marseille. Ich kann auch nur empfehlen, wenn man kann, hinzufahren und sich das anzugucken, das ist wirklich breathtaking. Es gab hier zwei Streitpunkte. Der eine war der, dass Le Corbusier die Vorstellung hatte, aufgrund eines selbstentwickelten Proportionssystems mit dem Namen Modulor, die ideale Raumhöhe sei 2,26 Meter. Und da hat man in Berlin gesagt, no way. Wir bauen hier 2,50. Das ist die baupolizeiliche Norm und das war auch sozusagen die Voraussetzung für eine Kofinanzierung als sozialer Wohnungsbau hier. Und eine andere Geschichte, um die es dann auch in dem Buch geht, wie kam es dazu, ist, dass wir hier in diesem Haus auch viele kleine Wohnungen haben. Also wir haben ja insgesamt 530 Wohnungen, das ist sehr viel. In Frankreich zum Beispiel in einem Haus ähnlicher Größe in Marseille, das sind 300 und noch was. Wir haben hier wenige Dreizimmerwohnungen, dafür sogar Einzimmerwohnungen und Zweizimmerwohnungen. Das ist der Situation geschuldet, ich komme später nochmal darauf zurück, dieser Zeit, in der es gebaut wurde. Über beides war Le Corbusier sehr verärgert und lange hat man in den entsprechenden architekturgeschichtlichen Kreisen eben mehr oder weniger gesagt, das wäre hier keine richtige Unité. Und auch der Titel, dass das hier die Unité d'habitation Typ Berlin ist, das ist ein Suffix, den Le Corbusier kreiert hat. Mit diesem Suffix hat er es dann aufgenommen, so ein bisschen marginal in seinem Gesamtöuvre. In jedem Fall musste ausgewiesen werden, das ist nicht so, wie er es eigentlich wollte. Wir finden das, glaube ich, ganz gut, dass wir Typ Berlin sind. Das, finde ich, klingt schon ganz lecker. So, ich starte mal mit einem Blick in das Buch. Jetzt kommt dieser Moment des Screensharings. Jawohl. Einen Moment bitte. Ja, prima. Das Buch beginnt mit einem ganz wunderbaren Frontispiz. Ein Fundstück wären Online-Recherchen zum Bildmaterial aus den 50er Jahren. Wir haben hier den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss auf der Baustelle des Corbusier-Hauses. Ich habe heute gedacht, nochmal beim Blättern, schön wäre es, wenn wir jetzt diese Temperatur hätten. Es ist nämlich gerade ziemlich warm hier drin. Ja. Und dann starten wir auch mit einem Blick in die Wohnungseinrichtung in den 50er Jahren. Kurz nach Eröffnung gab es eine Dokumentation, Musterwohnungen, wie kann man denn so ein Haus einrichten, beziehungsweise diese Wohnungen, die aufgrund dessen, dass sie so einen schlauchartigen Grundriss haben, nicht ganz einfach zu möblieren sind. Ja, obligatorisch, ein Inhaltsverzeichnis. Und dann haben wir als erstes als Einstieg in das Buch einen Beitrag des Fotografen Philipp Funke. Er ist Architekturfotograf und lebt in Zürich. Und er hat mit seiner Großformatkamera praktisch die äußere Hülle des Hauses abgelichtet, sich um Details gekümmert, um Ausschnitte, auch den Blick auf die Stellen geworfen, wo noch zu spüren ist, dass das hier mal richtig Brutalismus war. Durch Renovation ist manches von dieser Oberfläche verschwunden. Ein Bild links, das ich sehr liebe. Man sieht mal diese pure Form, das ist unsere Nordseite. Und rechts eine dieser Nottreppen, die ich gerade erwähnt hatte, die aktuell etwas häufiger frequentiert werden, weil man jetzt einfach mehr Treppe geht und nicht so viel Aufzug fährt aufgrund der pandemischen Situation. Ja. Wir starten dann mit einem Vorwort unseres Vorsitzenden des Fördervereins hier im Haus, Markus Nitschke, dessen Text flankiert wird vom Archivmaterial der Fondation Le Corbusier, auch Material, was bislang noch nie veröffentlicht wurde, jedenfalls einiges davon, super tolle Zeichnungen. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von den Zeichnungen von Le Corbusier, das konnte er richtig gut zeichnen. Und man sieht dann bei diesem Material von damals, dass er eben ganz am Anfang diese Idee gehabt hat, dass das hier aussehen soll wie in Marseille und besonders charakteristisch. Das hier ist nicht die super tolle Dachterrasse aus Marseille, die sicherlich viele kennen, sondern das war der Entwurf für Berlin. Es ist immer wieder enttäuschend, wenn Besucher kommen, die möchten immer gerne aufs Dach und dann muss man sagen, nee, sorry, das geht bei uns nicht. Also hier gibt es kein Swimmingpool, sondern Mobilfunkantennen obendrauf.
Ja, solche alten Pläne haben natürlich ihren Charme mit dem etwas Zerrissenen. Rätselhaft war für mich lange, warum heißt das alles CHA in den Archiven dort? Und es stellte sich dann raus, dass dieses Projekt archiviert wurde von Le Corbusier unter Charlottenburg. Und dafür stand das CHA. Ja, Markus Nitschke widmet sich dann einem Einblick in die Konflikte, die ich schon ein bisschen angedeutet hatte, dieser Baumaßnahme 1957-58. Er thematisiert in seinem Beitrag das Verhältnis von Auftraggeber und Architekt um die Bauausführung und stellt praktisch die Thematik der Werktreue in den Raum, also dass man darüber zu reflektieren hat. Ich zeige jetzt noch ein paar Bilder, die dann im Anschluss kommen, nämlich Schriftstücke, ganz wunderbar, Telegramme damals, so hat man hin und her sich verständigt von Berlin nach Paris. Heute würden wir das mit WhatsApp oder Twitter oder sonst was machen. Genau, und an dieser Stelle gehe ich jetzt auch wieder raus aus dem PDF. Ja, die Auseinandersetzung um diesen Entwurf, so wie es Markus Nitschke schildert, in diesem allerersten Einstiegstext, ist kein Einzelfall. An sich ist das etwas, was sehr häufig im Beziehungsgeflecht Architekt und Auftraggeber oder Bauherr vorkommt. Es ist nur so, dass dieser Fall hier des Corbusier-Hauses eben ein besonders prominenter Fall wurde. Auf dieses Vorwort und auf diesen Einstieg mit den historischen Bildern der Fondation kommt dann die obligatorische Einleitung. Das muss man als Herausgeberin natürlich verfassen. Ich verzichte jetzt drauf, die ist ganz lustig geschrieben zum Teil, denn ich mache einen permanenten Vergleich, das ist der rote Faden durch den Text durch, mit Marseille. Wie ist es in Marseille? Wie ist es in Berlin? Wie ist es in Marseille? Wie ist es in Berlin? Und da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen meiner Erfahrungen in Marseille. Soweit als Appetizer. In diesem Text wird natürlich dann erklärt nochmal, was hat es mit dem Haus auf sich. Und ich gehe auch ein bisschen auf die soziale Seite ein hier im Haus. Denn das ist der Teil, wo ich denke, es ist eine Unité d'habitation, weil es gibt hier schon eine gute Gemeinschaft und eine Form von Hausgemeinschaftsleben, von Nachbarschaftsleben, die man in anderen Häusern nicht in dieser Form finden könnte. Wir haben hier schon relativ viel Austausch, Geselligkeit, Klatsch und Tratsch. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns. Also das ist sehr intensiv. Und ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel, dass jetzt hier auch ein Nachbar sitzt und mit mir hier den Abend teilt. Ja, Stichwort. Wir kommen zur ersten Textprobe, die Wolfgang Köhler vorstellt. Aus dem ersten größeren Beitrag im Buch nach der Einleitung von Hermann Josef Bohlmann. Er ist Architekt, seit 1988 in der Hochbauabteilung der Senatsverwaltung hier in Berlin tätig und seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender des Beirats der Eigentümergemeinschaft hier im Haus. Also er kennt sich echt super aus. Sein Text setzt sich mit der Planung, dem Bau und der Finanzierung dieses Hauses auseinander. Und wir hören jetzt einen Abschnitt, bei dem es um die Beauftragung von Le Corbusier geht. Wir wechseln hier auf die Plätze. Wolfgang, bitte. Ja, danke, Bärbel. So, Blick auf den Bildschirm, da stimmt alles. Der Abschnitt, den ich vorlesen darf, ist überschrieben Le Corbusiers Selbstbeauftragung. Der Berliner Bausenator Schwedler fragt Le Corbusier in einem kurzen Schreiben vom 24. Februar 1955, ob er prinzipiell bereit sei, an der internationalen Bauausstellung teilzunehmen. Er meldet sich erst jetzt, nachdem 44 Architekten, darunter Alvar Aalto, Ludwig Mies van der Rohe und Oskar Niemeyer, bereits ihre Zusage erteilt haben. Le Corbusier erhält einen Lageplan des Hansaviertels, auf dem das ihm zur Verfügung stehende Grundstück markiert ist. Der Architekt, Le Corbusier, antwortet am 3. März 1955, also binnen einer Woche, in einem langen Brief mit einer grundsätzlichen Zusage, die er allerdings mit Bedingungen verbindet. Er baue nur eine weitere Unité d'habitation, wie sie in Marseille bereits stehe und demnächst in Rezé bei Nantes eröffnet würde. Diese beiden Prototypen seien, bei aller Bescheidenheit, das Ergebnis von, Zitat, 40 Jahren ausentwickelter Erfahrungen in Architektur, Städtebau und technischer Gebäudeausrüstung. Zitat Ende. Die Dimensionen der Unité seien inzwischen absolut präzise ermittelt worden.
Deshalb sei das vorgesehene Grundstück mit seinen 100 auf 20 Metern viel zu klein. Zudem sei es so gelegen, dass die Fassaden nach Süden und Norden ausgerichtet werden müssten. Die Unité müsse jedoch im rechten Winkel dazu stehen, also mit Fassaden gen Osten und Westen. Dies begründe sich, Zitat, mit fundamentalen kosmischen Zusammenhängen als Determinanten des Ausgangspunktes. Zitat Ende. Der Senator bekommt noch den Hinweis, dass die städtebaulichen Planungen im Hansaviertel, wenn denn dort die Unité errichtet würde, hinsichtlich der Verkehrsströme nicht den Anforderungen entsprechen. Als Anlage erhält er die Planungen der Unités von Marseille und Rezé sowie der kommenden Wohneinheit in Briey. Senator Schwedler antwortet am 5. April 1955, er sei erfreut über die wertvolle Bereicherung der internationalen Bauausstellung durch Le Corbusiers Teilnahme. Er äußert sich sehr verhalten zur Idee des Baus einer Unité d'Habitation und schlägt zunächst einen Besuch seiner Fachleute, des Bauherrn und des Bundesbauministeriums in Rezé vor, um dort Aufschluss zu erhalten, ob und in welcher Form ein derartiges Gebäude in Berlin überhaupt möglich sei. Dies ist eine freundliche, aber in Bezug auf die in Anführungsstrichen Selbstbeauftragung Corbusiers, Le Corbusiers, mit einer weiteren Unité, doch eine ziemlich schlappe Antwort. Ja, danke Wolfgang. Herr Pohlmann setzt dann in seinem Beitrag vornehmlich den Schwerpunkt auf die spezifische soziale und ökonomische Lage der Nachkriegszeit in Berlin und erläutert, warum der erste Entwurf von Le Corbusier für das hiesige inzwischen Corbusierhaus genannte Gebäude der lokalen Situation angepasst werden musste. Beispielsweise führt er den Einfluss der demografischen Situation jener Jahre aus. Warum waren eher mehr und auch eher kleinere Wohnungen gefragt? Das ist schon sehr spannend, das nochmal so ganz dezidiert nachzulesen. Wie war eigentlich die Lage damals in Berlin und wie hat man gebaut, was hat man sich gedacht und welche Prioritäten wurden gesetzt? Dieser Artikel wird von Bildmaterial zur Konstruktion begleitet. Es gibt wunderbare Fotos aus dem Landesarchiv Berlin. Da sind ja auch jede Menge Fotos, soweit ich weiß, auf der Webseite des Hansaviertel Bürgervereins. Und ich habe mich riesig gefreut. Die Kooperation mit dem Landesarchiv war großartig. Ja, wir kommen zur zweiten Leseprobe. Ein Abschnitt, und zwar den ersten Abschnitt aus dem Beitrag von Arthur Rüegg. Er ist, wie die meisten in diesem Buch, Architekt. Er wirkte als Professor an der ETH in Zürich und er ist der Spezialist für die Farbenklaviaturen und für das Möbeldesign von Le Corbusier. Dankenswerterweise hat er sich mit dem Farbkonzept des Hauses hier auseinandergesetzt. Wer es schon gesehen hat, vielleicht kann ich auch noch mal so kurz zeigen, also es ist schon ziemlich beeindruckend, wie das mit den Farben hier ist. Und da fällt auf, dass es hier diagonale Farbflächen gibt. Und es gibt keine Erklärung des Architekten, wie es dazu kam, zu diesem Entwurf mit den schrägen Linien. Und Arthur Rüegg nähert sich dem an, was kann sich Le Corbusier gedacht haben und wagt eine Interpretation, die ich sehr überzeugend und sehr gelungen finde. Der Beitrag heißt dann Schräge Linien. Und wir hören jetzt den Einstieg zu diesem Text. Zu den schrägen Linien. Na, der Wechsel in Corona-Zeiten mit Abstand halten, der klappt doch prima, Bärbel. Arthur Rüegg. Seit einigen Jahren schon stehen die Farbe und das Ornament wieder im Fokus der Architekturdiskussion. Die diesbezüglichen Konzepte Le Corbusiers haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, obwohl oder gerade weil sie ganz unterschiedlichen Maximen zu folgen scheinen. Auf der einen Seite steht die weltberühmte Villa Savoye, die immer schon als Fanal einer auf die plastischen Elemente reduzierten, puristisch strengen und gänzlich weißen Architektur galt. Die Nacktheit ihrer Form ist nur allzu einleuchtend vor dem Hintergrund jener unerbittlichen Teufelsaustreibung jeglicher Dekoration und des Basars historischer Stile,
die Le Corbusier in den 1920er Jahren als Voraussetzung für einen architektonischen Neubeginn propagiert hatte. Der Kalktünche schien damals etwas Absolutes, Ehrliches oder gar Moralisches anzuhaften. Auf der anderen Seite verblüfft Le Corbusiers scheibenförmiger, vielgeschossiger Wohnblock in Berlin mit seiner, vor dem Hintergrund der frühen Postulate geradezu frivol wirkenden, fröhlich unbeschwerten Farbigkeit der aus Sichtbetonelementen zusammengesetzten Fassaden. Besonders irritierend wirken die grafisch gestalteten Brüstungsbänder mit ihrer diagonalen Farbflächengestaltung. Nicht nur die Homogenität der architektonischen Form scheint in diesem späten Werk aufgegeben zu sein, sondern auch die strikte Ablehnung von ornamentalen, die tatsächlichen Raumverhältnisse überspielenden Dekorationen. Ja, der nächste Abschnitt beginnt dann mit Fragen von Arthur Röhlk, nämlich, was ist von diesen Ungereimtheiten zu halten? Anfangs ganz puristisch, später ganz bunt. Kann man, also das habe ich jetzt reingefügt, kann man solche Widersprüche in ein und demselben Werk überhaupt auflösen? Man kann, wenn man sich die Mühe macht, genauer hinzuschauen. Und an dieser Stelle stoppe ich, denn es ist eure Aufgabe jetzt, wenn ihr interessiert seid, diese Widersprüche, die Auflösung dieser Widersprüche zu erfahren, das Buch dann sich zu besorgen. Eine Anmerkung kann ich an dieser Stelle ganz gut machen. Man hat es sicherlich gemerkt, das ist sprachlich ein Text, der ganz anders kommt, so ganz anders tönt, als der zuvor von Herrn Pohlmann. Es war eine sehr spannende Erfahrung für mich als Herausgeberin zu merken, wie jede nicht nur ihr eigenes Thema hat, sondern eben auch einen ganz eigenen Stil in der Schreibweise. Und das Buch dadurch nicht nur inhaltlich vielfältig wurde, sondern auch sprachlich vielfältig. Gut, ich gehe nochmal jetzt in den Bildteil, um ein bisschen was zu zeigen. Kleine Sekunde, das ist ein bisschen immer eine Schaltgeschichte hier, bis man das richtig hat. Geht das weit? Ja, so. Wir waren an der Stelle stehen geblieben nach dem Einstiegstext und nach der Einleitung von mir kommt der Beitrag von Herrn Pohlmann. Man sieht hier schon, ich gehe nachher noch ein bisschen intensiver darauf ein, dass es gibt verschiedene Farben im Buch. Jedes Kapitel, jeder Text ist eingehüllt in eine Farbe. Und wir starten auch jeden Artikel, jeden Beitrag mit einem Zitat aus dem Text heraus, praktisch so eine Quintessenz. Also das war eine wunderbare Kooperation auch mit Matthias Neumann, dem Designer, der da auch gute Ideen zu hatte. Und die grundsätzliche Gliederung, abgesehen davon, dass jeder eine Farbe zugeordnet bekam, ist so, dass wir in diesem Buch erst immer die deutschen Texte haben, dann kommt ein Bildteil. Also wir sind hier jetzt im deutschen Teil, man sieht historische Bilder auch zur Illustration dieses Beitrags von Herrn Pohlmann. Hansaviertel, bevor es gebaut wurde, beziehungsweise das Gelände. Dann Bau im Hansaviertel. Und dann, wenn der deutsche Text zu Ende ist, kommt ein Bildessay. Und im Anschluss dann der englische Teil. Also das war das Grundkonzept, nicht parallel zu arbeiten, dass beide Texte auf einer Seite sind, sondern zu sagen, wir wagen es, es kommt erst der eine, dann kommt die Übersetzung. Ja, und ich hatte es angedeutet, es gibt super tolles Bildmaterial im Landesarchiv Berlin von der Bauzeit. Ganz interessant ist, dass die Fotografen vornehmlich in den ersten paar Monaten da waren, nämlich als die Stützen gebaut wurden, nachdem dann 2-3 Geschosse fertig waren, haben sie sich dann nicht mehr so besonders blicken lassen. Also man konnte nicht richtig eine Chronologie erstellen. Ja, und dann Eröffnung des Hauses, Richtfest. Und hier nochmal ein Bild nach der Fertigstellung aus den Anfang der 60er Jahre. Total charmant vom Olympiastadion aus fotografiert mit, beziehungsweise von den Bauten, die dazugehören. Einfach, ich möchte fast sagen, niedlich mit den VW-Käfern. Genau. So, Überleitung dann von, es käme dann nochmal der englische Teil, den habe ich jetzt weggelassen in der Präsentation und dann neue Farbe für Arthur Röhlk, der hat ein kräftiges Blau bekommen für seine
Ummantelung des gesamten Beitrags. Und bei Arthur Rück, das wollte ich doch gerne zeigen, ist eben Philipp Funke nochmal, der den Eingangsfoto-Essay gemacht hat, auch nochmal aktiv gewesen und hat diesen Beitrag über die Farben im Haus, der auch die Situation in den Straßen beleuchtet, fotografiert und zeigt, dass es hier, wenn man den entsprechenden Blick hat, durchaus bunt zugehen kann. Ja, und dann haben wir bei diesem Beitrag zur Illustration dieser schrägen Linien das große Glück gehabt, dass wir auf Fotografien von Thomas Rosenthal zurückgreifen konnten. Er war beauftragt vom Förderverein, eine Serie mit Drohnenfotos zu machen. Und die durften hier in dem Buch Verwendung finden. Und das ist natürlich total spektakulär, hier mal zu sehen, wie groß das Haus ist, wie es eingebettet ist in die grüne Umgebung. Auch mal sich ranzuzoomen, das sind Perspektiven, die schafft man natürlich nicht, wenn man konventionell mit dem Stativ unten auf der Erde steht. Und auch das hier ist ein Foto. Die Drohne befand sich genau auf der Ecke in der Flucht von dieser Ecke auf der Ostseite gegenüber des Olympiastadions. So, dann an dieser Stelle Stopp mit dieser Präsentation. Es geht gleich weiter nochmal mit Textabschnitt von Wolfgang Köhler vorgelesen. Ich wollte aber vorher nochmal sagen, warum macht man eigentlich so ein Buch? Also was war jetzt der Anlass, hier ein neues Buch zu machen? Denn es gab ein Vorgängermodell, ein Vorgängerbuch. Das erschien 2008 zum 50-jährigen Jubiläum des Hauses. Das hat überwiegend Fotos, einen kleinen Text vorne und einen kleinen Text hinten, haben das flankiert. Und dieses Buch hat sich unheimlich lange gehalten, wurde unheimlich gut verkauft, bis keines mehr da war. Nachdem es dann vergriffen war und immer noch Leute zu mir kamen, gesagt haben, gibt es das noch und hast du noch eins und so und ich hätte so gerne, dann habe ich gedacht, okay, Wiederauflage eher nicht, weil eben schon relativ alt, von 2008 und sich auch einiges verändert hat. Also abgesehen davon, dass wir hier eine totale Veränderung in der Bewohnerschaft konstatieren können in den letzten 10 Jahren, ist es auch so, dass ich vor allem die Wahrnehmung des Hauses seit dem Jubiläum 2008, seit der 50-Jahr-Feier verändert hat. Dieses Stigma, es sei keine richtige Unité d'habitation, ist langsam verschwunden und eine positivere Bewertung hat sich durchgesetzt, nämlich, dass der Bau seinen eigenen Charakter hat, eigene Qualitäten. Also es kam jetzt in den letzten Jahren doch deutlich zu einer Wertschätzung. Und deswegen dann die Initiative, es muss was Neues her, ein neues Buch, das dann auch mal in die Geschichte hineinblickt genauer, sich der Bedeutung des Hauses widmet und der Gedanke, besser, wir produzieren das hier im Haus, um dann auch den Esprit des Hauses richtig gerecht zu werden. Und das ist an der Stelle ein guter Moment, darauf zu verweisen, dass in diesem Team hier, die an dem Buch mitgewirkt haben, 3 der Schreibenden aus dem Haus sind, auch der Übersetzer ist aus dem Haus und der Designer, ich habe ihn schon erwähnt, Matthias Neumann, wohnt auch seit noch nicht so langer Zeit, aber schon einige Zeit hier. Wir kommen zur Leseprobe Nummer 3 aus dem Text von Franz Graf. Ein eher sachlicher Text. Er ist Professor für Architektur in Lausanne und hat Studierende aus dem Masterstudiengang über 2 Semester angeleitet, eine Bauforschung zu allen 5 Unités d'habitation, die es insgesamt gibt, 4 in Frankreich und die hier, eine Bauforschung vorzunehmen zu den Konstruktionsweisen. Die Studierenden haben Maß genommen, die haben viele Details fotografiert. Und die bei diesen Untersuchungen festgestellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 5 Häuser hat er dann verdichtet in dem Text, der in diesem Buch jetzt erschienen ist, eine Übersetzung aus dem Französischen. Was spannend war, weshalb ich auch sehr froh war, dass ich diesen Text haben durfte, publizieren durfte, es ist das erste Mal, dass das Berliner Haus gleichwertig behandelt wird. Und das ist so das deutliche Zeichen für diesen, was ich gerade schon erwähnte, Wandel in der Wahrnehmung. Für Franz Graf ist das eine Unité d'habitation wie alle anderen, die hat halt ein bisschen andere Maße. Ja, so, ich sage es sehr verkürzt. Gut, wir lesen, der Beitrag heißt Das vielfache Leben der Unités d'habitation und wir hören jetzt des Architekten Franz Grafs Urteil oder Bilanz über das Berliner Haus. Der Abschnitt, aus dem ich lesen werde, ist überschrieben Hochgeschätzte Wohnungen. Der Bau der einzigen Unité d'habitation außerhalb Frankreichs, hier in Berlin,
rief in der Bevölkerung echte Begeisterung hervor. Die Verwaltungsbehörden Berlins hatten danach gestrebt, die Teilnahme von Le Corbusier an der renommierten internationalen Bauausstellung Interbau 1957 zu betonen und bereits zum Richtfest am 6. Dezember 1957, als nur der Rohbau fertig war, stellte das Gebäude einen großen politischen Erfolg dar. Obwohl außerhalb des Ausstellungsgeländes Hansaviertel gelegen, war das sogenannte Corbusier-Haus das am meisten kommentierte, besuchte, gefeierte Gebäude. Zu Anfang als Sozialwohnungsbau im Rahmen deutscher Richtlinien konzipiert, veränderte sich der Status 1979 zur Eigentümergemeinschaft mit heute hochgeschätzten Wohnungen. 1995 wurde die Unité unter Denkmalschutz gestellt. Prima. Ja, ein kurzer Abschnitt. Man muss natürlich bedenken bei dem Text von Franz Graf, dass er 5 Häuser behandelt und deswegen natürlich auch sich in gewisser Weise sehr kompakt äußern musste. Und etwas mehr liegt der Schwerpunkt in seinem Text auch auf der Konstruktion der Häuser. Und das ist dann ein Text wirklich für die Spezialisten. Aber ich hatte es ja gesagt, Vielfalt war schon auch wichtig und auch um unterschiedliche Gruppierungen anzusprechen mit dem Buch. Ja, also wer es ganz genau ingenieurwissenschaftlich wissen will, wie unterschiedlich die Häuser in Frankreich gebaut sind und in Berlin, der findet da super was bei Franz Graf. Gut, wir kommen gleich zur letzten Leseprobe, die nun das Hansaviertel fokussiert. Friedemann Gschwind aus Stuttgart, auch Architekt und lange tätig bei der Stadt Stuttgart, war intensiv in den Prozess der Anerkennung von Bauten Le Corbusiers als Weltkulturerbe involviert. Also es ist ja das Haus in Stuttgart, was dort von ihm und seinem Cousin entworfen wurde, 1927 tatsächlich Weltkulturerbe geworden, 2016. Und Friedemann Gschwind ist auch sehr aktiv dort im Verein der Waisenhofsiedlung, wo das Haus steht. In seinem Text nimmt er sich der Geschichte dieser beiden berühmten und prominenten Bauausstellungen Stuttgart 1927, Stichwort Waisenhof, und Berlin 1957, Stichwort Interbau an. Dabei geht er unter anderem der Frage nach, warum beide Male großer Wert darauf gelegt wurde, Le Corbusier im Portfolio der eingeladenen Architekten zu haben. Und wir hören jetzt zu diesem Teil etwas. Der Wiederbeginn ist die Überschrift des Abschnittes, aus dem ich jetzt lesen werde. Als 1957 im Westteil des kriegszerstörten Berlins mit der Interbau die erste große Bauausstellung der Nachkriegszeit stattfand, war die Ausgangslage für die Verantwortlichen grundlegend anders als 1927. Zwar verfolgten sie das gleiche Modell wie die Ausstellungsmacher in Stuttgart 30 Jahre zuvor. Ausgewählte deutsche und ausländische Architekten sollten auf dem Areal des zerstörten und freigeräumten ehemaligen Hansaviertels Zukunftsvisionen modernen Wohnens präsentieren. Doch ging es nicht mehr um den Aufbruch zu neuen Formen und Inhalten der Architektur. Vielmehr war es erklärtes Ziel, wieder den Anschluss an die internationale Architekturentwicklung zu finden. Auch der 1938 aufgelöste und 1950 wieder gegründete Deutsche Werkbund konnte keine mit 1927 vergleichbare Rolle einnehmen. Bekannte Vertreter der Vereinigung wie Otto Bartning und Walter Rosso beteiligten sich an Planung und Vorbereitung. Auch waren sie als Mitglieder im leitenden Ausschuss der Interbau aktiv, doch gingen die Impulse vor allem von kommunaler und staatlicher Seite aus. Selbstverständlich wurde Le Corbusier zur Teilnahme an der Interbau eingeladen, befand er sich zu dieser Zeit doch auf dem Höhepunkt seiner Weltkarriere. Die erste Unité d'Habitation in Marseille, 1947 bis 1952 gebaut, hatte weltweit Aufsehen erregt. Mit seiner Kapelle in Ronchamp, 1950 bis 1955 gebaut, hatte er den Sakralbau des 20. Jahrhunderts revolutioniert. Und in Indien plante er seit 1951 die neue Provinzhauptstadt Chandigarh. Was schon 1927 galt, war
war 1957 noch viel offensichtlicher. Sein Fehlen hätte eine schwere Lücke bedeutet. Mit ihm und den anderen Architekten, darunter Walter Gropius und Max Taut, als Veteranen von 1927, sollte in Berlin demonstriert werden, dass die Moderne, jene ursprünglich wesentlich von Deutschland beeinflusste Bewegung, nach Verfolgung durch die Nationalsozialisten und der Immigration zahlreicher Architekten wieder zurückgefunden hatte. Die Interbau wurde zum Schaufenster moderner Architektur und modernen Städtebaus. Ja, damit sind wir durch mit den vier Leseproben. Ich merkte gerade, es ist mir schon noch ein Anliegen zu sagen, dass das natürlich immer nur ein kleiner Abschnitt aus einem langen Text ist. Und bei Friedemann Geschwind geht es dann nicht die ganze Zeit um Le Corbusier, Le Corbusier, Le Corbusier, sondern es geht eigentlich um die Geschichte dieser beiden Bauausstellungen, um die Geschichte der Architektur der Moderne, auch um diese Zäsur, die es gab 1933. Wie haben sich die Architekten weiterhin vernetzt? Wie sind sie weiterhin in Kontakt geblieben? Und wie kam es dann eben zu diesem Schaufenster hier in Berlin 1957? Also das nur mal so als ein Hinweis. Das hat man manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn jetzt nur so ein kleiner Abschnitt gelesen wird, dass das vielleicht ein bisschen einseitig wirkt, zumal wir relativ häufig den Namen Le Corbusier hier haben. Aber wir müssten natürlich auch ein bisschen was aussuchen, was so ein bisschen den Punkt des Brückenschlags, den wir heute hier machen, vom Corbusierhaus in das Hansaviertel hinein, dass wir das ein bisschen treffen. Gut, wir kommen jetzt zum letzten Teil Bilder. Und ich werde jetzt den nächsten Teil der Präsentation nutzen, nochmal zu erzählen, was das Buch auch für ein grafisches Konzept hat. Einen Augenblick. Bildschirm teilen. So, ja. Ja, okay, das funktioniert. Man sieht ja hier super kräftige Farben, gelb und orange. Das war Matthias, dem Designer, manchmal fast ein bisschen zu viel. Er hätte es manchmal lieber ein bisschen sanfter gehabt. Aber die Farben haben ihre Bedeutung. Sie stammen aus einem Kunstprojekt und sie sind assoziiert mit Personen aus dem Corbusier-Haus. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführlicher erläutern. Nur, also es sind Farben aus den Farbfächern von Le Corbusier, aber sie haben auch alle einen Bezug zu diesem Haus, und zwar zu den Menschen hier im Haus. Auch bei Friedemann Geschwind sieht man hier diese Grundidee. Es geht immer ein Zitat des Beitrags vorneweg und als Einstieg sozusagen. Und hatte ich jetzt eigentlich schon erzählt von dem Typo? Nein. Kommt mir gerade die Generalprobe sozusagen in den Sinn und ich denke, habe ich das gerade schon mal erzählt? Nee. Also was ich jetzt an dieser Stelle erläutern wollte, ist das Konzept dieser Typografie. Und man sollte jetzt vielleicht mal auf die rechte Seite mehr gucken. Matthias hat sich orientiert an der Form des Hauses, an dem Querschnitt. Und vielleicht erinnert man sich jetzt kurz an das Bild der Nordfassade, wo ich gesagt habe, das hat mich so fasziniert, diese puristische Nordfassade mal in einem Foto zu sehen. Also die Grundidee war, wir machen Blocksatz. Es gibt in diesem Buch keine Absätze in den Abschnitten. Wenn nur ein Absatz ist, ist eine längere Linie gezogen. Und der Text ist ein Block, so wie das Haus ein Block ist. Und die Fußnoten, die sind immer rechts auf den rechten Seiten. Und die sind gestaltet in der Form, drei schmale Blöckchen nebeneinander. Das war eine ziemliche Herausforderung, den Umbruch zu machen, um so ein bisschen zu symbolisieren, die Stelzen, die Stützen, die Pilotis, auf denen das Haus steht. Also das ist so die Grundidee dieser Typografie. Und dann hatte ich schon erläutert, wir haben diesen Unterschied zwischen, diese Teilung, erst kommt der deutsche Text, dann kommt ein Bildteil. Im Fall von dem Text, wo es um Berlin-Stuttgart geht, beziehungsweise Stuttgart-Berlin, andersrum, hat Matthias Neumann in Stuttgart fotografiert, in dem Haus, was heute Museum ist, das Le Corbusier mit seinem Cousin Pierre Jeanneret entwarf. Der Leitgedanke war, ein bisschen zu gucken nach den fünf Punkten für eine neue Architektur, also Stützen, Langfenster, Flachdach, das so ein bisschen zu fokussieren, auch die Farben in diesem Bildbeitrag Stuttgart, Berlin, Weißenhof, Hansaviertel. Übergang von Stuttgart nach Berlin ist dann ein Treppenhausbild aus Stuttgart und eine Fassade in Berlin in Schwarz-Weiß. Und den zweiten Teil dieses Bildbeitrages machte die Assistentin. Jetzt habe ich das Blackout.
Judith Jakob, Entschuldigung. Sie hat mit der Kamera das Hansaviertel erkundet und sich dort bestimmte Perspektiven, bestimmte Ausschnitte ausgesucht. Ja, und dann kommt der englische Teil und hier kann man nochmal schön sehen, die Fotos, aus dem, die den deutschen Text begleiten und die Fotos, die den englischen Text begleiten, sind unterschiedlich. Und zwischendurch gibt es Querverweise mit diesen kleinen Briefmarken, damit man dann darauf verwiesen, dass ein Bild an dieser Stelle wichtig wäre, dass es aber vorher in dem anderen oder in dem späteren Teil schon vorgekommen ist. So, und nochmal zur Erläuterung dieser Farben. Wir hatten 2018 hier zum 60-Jährigen dann des Hauses ein Kunstprojekt. Es war die französische Künstlerin Florence Cosnefroy zu Gast. Sie hat sich intensiv mit dem Farbsystem von Le Corbusier beschäftigt und an verschiedenen Bauten von Le Corbusier sogenannte Interventionen vorgenommen. Inzwischen auch alle 5 Unités bespielt mit einer Installation. Und zu ihrem Konzept gehört es, Gespräche mit den Bewohnern zu führen, über Farbe und kleine biografische Texte zu schreiben. Und das ist das, was ich meinte, zu jeder Farbe hier, die wir ausgesucht haben. Aus den insgesamt 25 Porträts, die es hier im Haus damals gab, sind dann 9 eingeflossen hier als Gliederung des Buches. Ja, und ich zeige kurz, denn der letzte Beitrag im Buch ist dann über dieses Kunstprojekt, also ganz aktuell. Wie kommt es, dass so ein Projekt hier realisiert wird? Ich bin sehr froh, dass wir das dokumentieren konnten. War unterstützt vom Kulturamt Charlottenburg, Kulturprojekte. Und das ist einfach schön, wenn man dann nochmal später eine Publikation so hat. Wir haben hier eine sehr große Installation, die Bezug nimmt auf diese schrägen Linien an unserem Waschhaus. Man sieht es in diesem linken Foto unten links. Dann auch Farbinstallationen an den Fenstern zum Foyer, die je nach Jahreszeit ganz unterschiedliche Reflexionen machen. Und hier nochmal ein bisschen der Eindruck, wie das ist mit den Lichtreflexen dieser Installation an dem Waschhaus, die nach wie vor glücklicherweise dort ist. Man hat das Gefühl, sie gehört eigentlich dazu. Und das Buch klingt dann aus und damit sind wir auch gleich zu Ende mit einem Fotoessay des Berliner Künstlers Jens Franke. Er hat sich interessanterweise sofort entschieden, nachdem er kurz zu Besuch war hier im Haus, dass er etwas machen möchte zu den öffentlichen Räumen. Ja, dass wir ja hier in diesem Haus nicht, wie bei dem Superhaus in Marseille, eine Ladenpassage haben und auch keine Dachterrasse, aber dass es trotz allem Orte der Begegnung gibt und denen hat er nachgespürt. Außenrum, im Foyer, dann auch Weihnachtsfeier zum Beispiel in der Innenstraße oder Partytime im Waschhaus. Und ganz wichtig natürlich für das Haus ist der Bezug zur Natur. Diese Wechselbeziehung Architektur und Natur, die ist ganz entscheidend für diese Konzeption dieser Bauten. Ja, und damit bin ich am Ende. Noch 2, 3 Worte, bevor ich sage, rüberschalten. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt jemand Lust hat auf das Buch, wie komme ich dazu? Ein Exemplar ist in der Hansa-Bibliothek. Ich weiß nicht, ob es noch da ist oder ob es schon katalogisiert ist. Dann kann man das natürlich im Buchhandel bestellen, wenn man es nicht schon hat. Und schön ist es, wenn man es beim lokalen Buchhandel macht. Oder eine Gelegenheit ist die, wir haben besprochen, Birgitta und ich freuen, dass ich am Freitag diese Woche auf dem Wochenmarkt im Hansaviertel sein werde und ich werde auch ein paar dabei haben. Wer es schon hat, kann kommen und es sich dort signieren lassen. Ja, und an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und vor allem Dank rüber in die Hansa-Bibliothek für die Organisation und danke nochmal an Wolfgang. So, Schaltung. Vielen Dank, Bärbel, für den Einblick in das Corbusier-Haus und auch in den historischen Kontext des Hauses. Jetzt, liebes Publikum, gibt es die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen an die Autorin oder auch an die Vorsitzende des Bürgervereins, Brigitta Vogt. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie das in den Live-Chat, diese Frage, eintippen. Das funktioniert nur, wenn Sie bei Google angemeldet sind. Das heißt, rechts oben haben Sie so einen Anmelde-Button. Da klicken Sie einfach drauf und geben dann die
Ihre Google-E-Mail-Adresse ein. Leider geht das nur mit Google-E-Mail-Adressen. Dann stellen Sie dort Ihre Frage ein, die sehe ich dann hier live und werde Sie dann Bärbel Högner fragen oder Brigitta Vogt. Ich habe gleich eine erste Frage, Bärbel, an dich. Du lebst ja seit 2009 im Corbusier-Haus. Was war da zuerst da? War der Einzug zuerst da oder diese Begeisterung für die Wohnmaschine, die letztendlich in so ein Buch gemündet ist? Kannst du es gerade nochmal sagen? Was war zuerst da? Bist du zuerst eingezogen? Also, ich lebte hier einen Monat als sogenannte Artist in Residence, als dieses erste Buch angeregt wurde. Das hat der damalige Vorsitzende des Fördervereins vorgeschlagen, Hans Roth, dass wir dieses Buch machen und mich eingeladen, in diesem Haus zu wohnen. Ich war einen Monat hier und war danach einerseits sehr beeindruckt, andererseits gab es ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben, wo ich gedacht habe, das ist nichts für mich. Also, und es war zu dieser Zeit so, dass es sehr viele Wohnungen zu verkaufen gab und auch sehr günstig. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, was sie gekostet haben. Es gab einen gewissen Leerstand, da gibt es so eine Geschichte dazu, warum das so war. Also ich überlegte, aber ich entschied mich dann dagegen, kam aber anderthalb Jahre später zu Besuch und dann passierte das Entscheidende. Ich ging ins Foyer, unten gibt es einen kleinen Laden. Das ist das, was noch übrig ist von Ladenpassagen, die es ganz früher mal bei Fertigstellung im Erdgeschoss gab. Also der kleine Laden machte gerade die Tür zu und der Ladenbesitzer guckte raus und sagte, Mensch, Bärbel! Du bist wieder da. Komm, wir trinken Sekt hinten. Und dann dachte ich, was ist denn das für ein Haus? Das ist ja unglaublich. Und dann war ich da in so einer kleinen Clique und ich war wie verzaubert, weil ich dachte, die erinnern sich und die sitzen hier zusammen und es war Sommer und es war heiß und man hat so nach Feierabend so einen kleinen Piccolo genommen und so. Und das war der Moment, wo das bei mir gekippt ist, wo ich gedacht habe, sozial ist das ganz interessant. Und entscheidend war eigentlich dann eher, dass ich gerne nach Berlin wollte und dachte, gut, ich habe dann hier eine kleine Community, wo ich andocken kann. So. Und der Rest ist gewachsen im Laufe der Zeit. Das heißt, es ist ein sehr soziales Umfeld dort in dem Haus. Du erwähnst auch eine Studie in dem Buch von Clara Weber, die ist von 2012, in der diese Forscherin nach der Zufriedenheit der Bewohnerinnen fragt. Wie funktioniert das heute? Also du hast ja jetzt schon gerade erwähnt, wie toll so dieser Zusammenhalt ist. Sind das ein paar Menschen oder ist das wirklich eine Hausgemeinschaft, wie man sich das erträumt? Ich denke, es hängt wesentlich davon ab, was man selber will. Also wenn man möchte, kann man hier total zurückgezogen wohnen und mit niemandem Kontakt haben. Also das so wirkt es ja auch erstmal mit diesem schematisch, sind hier lauter Wohnungen nebeneinander, so die ganz bösen Zungen sagen, das sind Hasenställe. Gibt so eine Karikatur von Wächter von ganz früher. Und es ist auch so, dass diese Situation, wie diese Innenstraßen aussehen, auf den ersten Moment, dieses ewig lange, 140 Meter langer Gang, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und der Rest, den entdeckt man dann. Und wenn man, ich glaube, es ist einfach so, wenn man möchte, hat man Kontakt. Und dann hat man halt einfach unheimlich viele Möglichkeiten, ja, weil hier 530 Wohnungen unter einem Dach sind. Also das, ja, so schätze ich es ein. Und das ist wirklich eine individuelle Sache, wie schnell man jemanden kennenlernt, wie intensiv man das dann weiter pflegt. Ja. Gleich am Anfang des Buches gibst du so ein Einstiegsbild, was du auch hier bei deinem Vortrag gezeigt hast, was ehrlich gesagt bei mir so ein bisschen Beklemmung hervorgerufen hat. So diese Gardinen, viel Teppich und die Möbel. Ganz schön antiquiert, würde ich sagen. Klar, ist ja auch ein Denkmal. Wie bei dir sieht es natürlich ganz anders aus. Freundlich, hell. Also das funktioniert irgendwie, das Leben im Denkmal, zeitgemäß. Oder gibt es da Kompromisse? Wie kann ich mir das vorstellen? Was für Möbel kauft man sich da? Man kauft sich die Möbel, die einem gefallen, glaube ich. Also wenn man jetzt ein bisschen architekturaffin ist, dann gibt es ja die Leute, die unbedingt einen Corbusier-Sessel haben müssen. Also da gibt es ja auch eine lustige Doppelseite im Buch, weil ich das zufällig gemerkt habe, dass ich mehrere Fotos hatte, wo irgendwo in der Ecke und an der Seite oder so ein Sofa oder irgendwas von ihm stand. Also das ist dann so ein Einzelstück. Genauso wie ich wüsste gerne, wie viele Billys hier drin stehen. Ich glaube, sehr viele, sehr, sehr viele. Ja? Also IKEA ist hier gut vertreten.
Wir haben ja jede Woche ein Sperrmüll unten und da sieht man die dollsten Dinge. Und also das ist total unterschiedlich. Es ist schwer, diese Wohnungen zu möblieren, weil die eben so schlauchartig sind. Ja, und weil man dann eben auch ein großes Zimmer unten, ein großes Zimmer oben hat in den meisten Fällen. Wie macht man das als Familie? Aber es gibt eine Zunahme an Families wieder mit kleinen Kindern, wo sie mit das Ehepaar mit zwei Kindern in so einer kleinen Wohnung wohnt. Und das ist ja total offen hier unten, ja, wo ich mich auch manchmal frage, es noch nicht gesehen habe, wie das geht. Also das ist, wie man sich einrichtet und das ist total unterschiedlich, glaube ich. Es gibt die ganz stark puristischen, es gibt die, die Mid-Century haben wollen. Und ich glaube, in den 50er Jahren hat man eben diese Art von Möbeln gehabt. Ich meine, das war eben eine Musterwohnung. Man kann sich hier in diesem ultramodernen Haus trotzdem so einrichten, wie man das damals gemacht hat mit diesen Plüschmöbeln und Gardinen und so. Ich meine, heute gibt es nur noch ganz wenig Gardinen. Ja? Man hat eine Jalousie oder gar nichts mehr. Ja? So. Ja, liebes Publikum, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe hier noch keine Frage. Tippen Sie einfach Ihre Frage in den Live-Chat, wenn Sie sich angemeldet haben. Oben rechts ist der Button Anmelden und dann die Google-E-Mail-Adresse eingeben. 1957 wurde das Haus ja bereits privatisiert. Ich denke, viel früher als die meisten Häuser hier im Hansaviertel. Mit der Privatisierung gehen ja auch Veränderungen des Wohnklientels und des Umgangs mit dem Gebäude einher. Früher waren es MieterInnen, heute sind es EigentümerInnen. Das sind ja nicht unbedingt die gleichen Menschen. Wie siehst du das? Zeigen sich da Unterschiede oder konntest du in deiner Recherche Unterschiede der Nutzung des Hauses sehen? Eins muss ich ganz kurz richtigstellen, Reimer, diese Privatisierung, die war erst Ende der 70er Jahre, also die war, beziehungsweise 20 Jahre nachdem das Haus gebaut wurde, das war dann Ende der 70er. 20 Jahre lang ist das ein Mietshaus. Oh ja, da habe ich mich versprochen, 79, ja, klar. Du hast es nicht gemeint, 57, ne? Weil da war es ja erst fertig geworden oder noch im Bau. Ja, und inwieweit es einen Wandel in der Bewohnerschaft damals gab, das kann ich schwer beurteilen. Im Augenblick sehe ich, dass wir haben wieder einen Wandel hier in den letzten 10 Jahren, seitdem ich hier bin, zu einer, ich würde das mal nennen, Verjüngung. Also jüngere Familien auch oder jüngere Ehepaare ziehen ein oder Paare, die, also als ich hier ankam, da war es fast so ein bisschen was wie ein Seniorenwohnheim, also wo ich auch so gedacht habe, willst du wirklich leben mit so vielen Leuten, die alle so viel älter noch sind als du? Aber das hat sich deutlich verändert. Ja, wir haben jetzt sehr viele Kinder auch wieder im Haus. Und es gibt ja auch diese Vorstellung bei vielen Leuten, hier würden nur Designer und Künstler und Architekten wohnen. Und dem ist gar nicht so. Also natürlich haben wir ein paar, aber die große Mehrzahl der Wohnungen ist belegt mit Leuten, die alles Mögliche tun. Ja? Also die sind Physiotherapeuten und die sind Lehrer und sie sind, machen Radiostations, so wie ich, publizieren. Also es gibt alles Mögliche hier im Haus. Und auch so wie diese Vielfalt der Einrichtung, die ich angedeutet habe, eben einen großen Querschnitt an Charakteren und Persönlichkeiten. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend, dort zu wohnen. Ich finde das Buch sehr gelungen. Vor allem gefallen mir die Zitate und dann diese Ausblicke, die Zusammenfassung, wo dieser Text oder worum es in diesem Text, diesem Zitat dann wirklich geht. Also ein großes Lob dem Gestalter, den Designer des Buches. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es hier. Es gibt es tatsächlich auch in der Hansa-Bibliothek auszuleihen. Wenn es einmal ausgeliehen ist, ist es aber weg. Also das heißt, doch besser morgen auf den Markt gehen und am Freitag auf den Markt gehen und dann sich das Buch dort signiert von Bärbel Högner kaufen. Vielen Dank, Bärbel, vielen Dank, Herr Köhler und vielen Dank, Brigitta, für die tolle Lesung, die wir jetzt hatten und Buchvorstellungen. Ich möchte noch einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft machen. Am 25. August wird es hier die nächste digitale Veranstaltung geben. 18 Uhr, 25. August. Ebenfalls geht es um die Architektur der 50er Jahre. Detlef Blum wird seinen neuen Fotoband vorstellen über die 50er Jahre, die Architektur der 50er Jahre in Berlin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
zurück. Herzlichen Dank. War sehr angenehm. Danke. Tschüssi.